Ching. Sparrow. Weiter Speicherplätze. Oh. In der Welt der Drachen. Geil. Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den fünf Welten. Oder sind es sechs? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty-Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Gnasty-Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Oh. Ha? Da habe ich wohl einiges zu tun. Oh yeah. Da stimmt ja mein Controller, da stellt er dann. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Oh. Okay. So. Das ist eigentlich eine Einstellung, dass die Kamera sich selbst bewegt. Passiv. Kamera. Hat dann halt so. Wieder Zeug zusammen. Oh. So wie sie sind, wie er sich gedacht, das war nur erstmal in der Oberwelt. Hui. Speicherpunkt erhalten. Okay. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Oh.
später noch was rein. Ups. Oh, dieser Sound beim Einsammeln. Ach, hier geht's in die nächste Welt nach. Wenn es dir gelingt, 10 Drachen zu retten, dann darfst du mit diesem Ballon in eine neue Welt fliegen. Ja, geil. Aber später. Gab das auch schon eine Minimap? Am Anfang, wo das Spiel rauskam, ich meinte nicht. Weil das hat mir gefehlt am Anfang. Oder doch, aber es war einfach gestreckt. Nicht so aufgeteilt. Gut. Ah, da sind noch Juwelen. Ha. Erstmal übersehen. Wo ist Nasty Nog? Ich mach ihn fertig! Ruhig, Blut, Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Okay. Ja, Sparks ist unsere Lebensanzeige, quasi. Gold, 3 Treffer, blau 2, grün 1. Spyro, drück 2-mal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen, in urzeitliche Gletscher zu fallen. Ach, das. Ah, hier oben ist nichts. Warte mal, das hab ich gesehen. Aber auf der anderen Seite. Okay. Eins. Zwei. Ah, die sind nach einer Zeit kurz unverwundbar. Okay. So. Hier hinten ist noch ein bisschen Stuff. Penny, ne? Ach ne, jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt haben wir schon suchen, oder was? Wo noch was fehlt? Ah, da unten. Ja, 3 Edelsteine. Das sind die oben. Ach da. Nee, da kann. Really? Jetzt darf ich wegen einen wieder rumsuchen. Meine Kronjuwelen brauche ich nicht suchen. Ich weiß, wo die sind. Wie ich mein Glück kenne, ist bestimmt hier irgendwo dazwischen. Oder im Labyrinth. Bestimmt hier drin, oder? Los, Sparks, such mal. Gib dann nachher auch einen Knochen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Hier drin. Nee. Und. Da oben habe ich die. Okay. Und hier hinten.
Warte mal. Oh. Okay. Verbunden. So, in die erste Welt. Passt denn der Sound überhaupt? Also ist Spyro laut genug? Ich bin viel zu leise. Ich glaube, so auf die Schnelle kann ich nicht lauter machen. Dann muss ich das Spiel leiser machen. Dann mache ich mal so. So müsste passen. Hoffentlich. Oh, ich habe ja noch keinen Schlüssel. Ne. Egal. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Alles klar für nächstes Jahr. Esse ich auch ein paar Schmetterlinge, wenn ich groß und stark. Kein Spinat. Oder Obst und Gemüse. Kein Training. Nein. Ja, viel Spaß, Nina. Musst du nur schneller sein als deine Katzen. Befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel Dingsbums zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Oh, wow. Erstmal abgelehnt hier. Oh nee. Ich hab die Typen schon wieder gehört. Boah, wie viele Schafe. Die Typen mit den Eiern. Die sind anstrengend. Nee, 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 nee. Da lacht er mich instant aus. So. Erstmal die Juwelen hier unten einsammeln. Okay, jetzt geht's schon. Doin, 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 doin. Oh, hi. Spyro, mein Freund, brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Alright. Hui. So, safe gelandet. Ich renne extra nicht. Einfach damit ich mehr Übersicht habe. Weil hier kann man die Edelsteine sehr schnell übersehen, finde ich. Wegen dem Gras. Weil bei der PS1-Version, da war ja alles so schön glatt. Quasi. Die haben das Spiel verschwert. Kann ich hier hoch? Nein.
Aha. Gut. Ich glaube, aber hier sollte nichts sein. Aha. Ach, es ging. Man muss halt nur genau... Alter, habe ich mich erschrocken. Man muss halt genauer schauen. Was ich auch immer gemacht habe in der PS1-Version, ist halt immer durchgerannt. Aber wenn ich das hier mache, dann ist ja so ein verschwommener Effekt dabei. Wie sind die Schafe eigentlich hier hochgekommen? Magic. Okay. Das sollten erstmal alle sein hier oben. Angriff. Wenn ich so sehr abkürze, da rennt er auf einmal hinter mir wieder, ne? War doch sowas. Schneller, schneller. Los, Spyro. Nein, spuck doch Feuer. Jawohl. Ich übersehe die Karte andauernd, weil die so klein ist. Gibt's hier nicht noch was? Ich brauche ja noch einen Schlüssel. Egal, geh ich erstmal hier lang. Achso, das war ja das. Ah, stimmt ja, hier gab's irgendwo. Haha. Wow, Nina. Wie viele fehlen mir noch? Über 50. Ach du Scheiße. Yay. Und rein hier. So, wo ist es da? Dieser Libellen-Sound. So. 38. Bestimmt habe ich irgendwo ein Gebiet vergessen. Genau hier. Noch was? Nein. Ah, das sieht so schön aus. Jawohl. First try. Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Falls ich mal Ärger bekomme. So, ab ins Ziel. Warte, das war hier. Hui. Kann ich so viel machen, ne? Wie er lächelt. Gibt das hier irgendwie eine Liste? Hand. Oh. Steinhügel war ich scheinbar eben. Och ne, muss hier wieder rein. Hätte ich vorher schauen sollen. Diese Mini-Achievements. Thank you.
Verbrenne die Tulpe. Oder Tulpen. Die Frage ist nur, wo war das nochmal? Weißt du, jetzt wo die Details einbauen können, muss ich nach sowas suchen. Handbuch. Wo war das? Achso. Verbrenne die rosa Tulpe. Okay. Erstmal Ausschau halten. Dann ist sie bestimmt hier irgendwo. Auch keine. Das bestraft bestimmt oben. Und dann bestimmt auch noch am Ende der Welt. Da. Haha. Level verlassen. Vor allem dann auch noch genau nur eine Tulpe. Weißt du, in der Overworld ganz viele und hier im Level nur eine. Hui. So, nächste Level. Das da hier müsste doch Dings sein, oder? So ein Fluglevel. Dann mache ich das erstmal fertig. Boah, da kann ich wieder die Entfernung so schlecht einschätzen. Auf der PS1-Version hatte ich keine Probleme, aber hier hatte ich immer leichte Probleme. Fluglevel sind eigentlich ganz okay. Das Problem ist halt, ich kann die... Oh. Muss ich die Fässer kaputt machen oder was? Oh. Das Problem ist halt, ich kann die Entfernung nicht richtig einschätzen. Die Frage, wo es weitergeht. Gibt das hier was? Hä? Wie? Nein, ich stehe unter Druck. Jawohl, Double Hit. Es sind ja immer vier Sachen, aber was ist gerade die vierte Sache? Da muss ich neu starten. Ach, da die Schätze. Ah. Okay. Flugzeuge, Fässer, Kisten, Bögen. Oder Bogen. Ja, das finde ich auch immer schade. So, jetzt ist die Frage, wo fangen die Bögen eigentlich an oder so? Oder sehen die nur außen rum?
Weil ich meinte, die Drohnen wären in so einem abgeschlossenen Raum. Oder in der Höhle. Okay, ich weiß, wie ich das mache. Glaube ich zumindest. Hui. So. Erstmal die Zug-Kaidis hier wieder. Durchfliegen und ein paar Flugzeuge kaputt machen. Genau, den nehme ich noch mit. Bleib stehen. Sie sind festgenommen. Frage ist, die Zeit auch reicht dann. Okay. Aber sollte reichen. Ja, ich müsste jetzt noch blau werden, ne? Ich hoffe nur, ich habe keinen Bogen ausgelassen. Und in der Mitte. Jawohl. So, und jetzt gab es... Wobei, nee, gab es das auch im ersten Teil? Mit dem, dass ich Jäger suchen muss? Oder gab es nur im zweiten Teil? Ich glaube, das war nur im zweiten Teil, ne? Jäger kam später. Okay. Ach, so geht die auch kaputt. Okay. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher. Ja, Riptus Rage. Das ist halt das Problem bei mir, weil ich habe damals mit dem zweiten Teil ja das erste Mal wirklich Spyro gespielt. Deswegen kann ich mich nur an den zweiten Teil genau erinnern. Da denke ich mir immer, ja, im ersten Teil gab es bestimmt auch. Okay, dann in das Labyrinth. Oh, ich freue mich schon, wenn ich den zweiten Teil spielen darf. Der zweite Teil ist so gut. Okay, hier ist nix. Jawohl. Ein paar Frösche hier. Hui. Guck mal, der da oben, der hat eine Fleischkeule. Jetzt habe ich Hunger.
Ja, du kannst hier was zu essen machen, Nina. Ich nicht. Ich Ach, muss jetzt spielen. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Boah, geil. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier in diesem Teil war oder später. Da gab es Gegner. Da musstest du wirklich mit der Flammenspitze die Gegner erwischen. Ansonsten hast du einen Hit kassiert. Das fand ich immer gemein. Okay. So. Warum dürfen die mit Essen spielen und ich nicht? Ich finde das unfair. Guck mal, der redet mit mir, der Frosch. Braha, braha. Halt's mal. Erstmal gegessen. Der hat mich von der Seite angemacht. Ich darf das. Yeah, extra life. So, ich glaube, hier heißt es alle Lagerfeuer anzünden. C1? Nein. Das finde ich auch gut, was sie hinzugefügt haben. Mit den kleinen Mini-Aufgaben. Gegen große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Oh yeah. Nach Hause? Nee. Ich bin doch gerade erst raus. Ich glaube, am Anfang habe ich schon welche verpasst. Oder? Oder da oben? Wir schauen nochmal schnell. Okay. Hui. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hä? Das hat gezählt? Kannst du heranzoomen und dich umsehen? Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Mit Aktion. Hi, Spyro. Ups. Oh. Aha, der Schlüssel. Sind sehr wenige Edelsteine irgendwie, ne? Ach, sind nur 100. Ich dachte wieder, ich hätte irgendwas übersehen. Handbuch. Dunkles Tal. Habe ich hier was? Dr. Schimp. Nein. Das ist später. Kunstgalerie. Ah, okay.
Ja, ich dachte zuerst, ich müsste hier 200 Edelsteine einsammeln. So. Yay. 100 von 100. Eier gab es aber auch nicht in jedem Level, ne? 18 oder 19 Stück waren das, ne? Nein, ich wollte abkürzen. Okay. Okay, da bin ich mal gespannt. Jawohl, 700 Kronjuwelen. Hast du Spyro weitergespielt gehabt? Bestimmt nicht, ne? Oh Mann. So, nee, da geht's weiter. Da gab's noch ein Level. Eieiei. Ja, wird's mal Zeit, ne? Ich muss Kingdom Hearts noch anfangen. Ist nicht viel besser. Aber ist ja jetzt quasi erstmal den. Ist ja erstmal der Test, wie das läuft mit der Performance und sowas alles. Ich hab Spyro schon durchgespielt, alle drei Teile. Und hey, Knörn. Und wie du Spyro siehst. Oh. Ich hab einen Bussi gegeben, ja. Der ist da drin voll aufgegangen. Willkommen in der Altstadt, Spyro. Gleite zuerst in die Gegend, in der die Bullen sind. Sieh dich dort gut um. Oh ja, da war ja was mit den. Ah. Das wird sogar angezeigt, wo ein Ei ist. Okay. Alle Bullen stecken fest. Hä, aber ich sehe doch hier keine Polizei. Ja, Crash habe ich hier auch noch rumliegen, aber das habe ich nie wirklich gezockt. Muss ich auch mal machen. So, wie war das jetzt? Muss ich die anrempeln? Ja. Gut. Habe ich auch hier halt rumfliegen für die PS4. Yeah, mehr extra lives. Danke, Spyro. Mein Flügel hat ganz fürchterlich gejuckt. Wusstest du schon, dass du am längsten gleiten kannst, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst? Ist Spyro 5 Jahre alt? Lol, Pokémon Go. Pokémon Go habe ich installiert. Auch auf dem Handy. Und dann nicht mehr gespielt. Weil auf der Torte waren ja eben 5 Kerzen. Das könnte ja sein, dass es heißt, Spyro, alles Gute zum 5. Warte mal. Gut.
Aber der Raid wenigstens gut in Pokémon Go. Ich bin da leider voll raus. Aus Pokémon. Spyro, hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und das Ei zurückholen. Lauf, lauf. Ich bin etwas außer Puste. Sein Gesicht. Naja, solange der Dieb keine Jacke geklaut hat, kann er sich auch nicht warm anziehen, ne? Es tut mir nicht leid. Kann ich hier nicht an die Seite? Ja, oh. Da, oh. Ah. Ich komme hier hoch. Ja, voll. Na, ich kann mich leider für Handy-Games null begeistern. Oh Gott, wo biegt der denn ab? 9 Mewtwo's. Also ich kannte mich nur aus, als es Dings gab. Die erste Generation. So, was ist er denn? Da unten. Okay. Oh, ich hab da was vergessen. Egal. Hey, das muss nicht jeder wissen, ja, dass ich unterwegs kein Internet habe. In meinem Zeugnis steht wenigstens, er war stets bemüht drin. Was ist denn das hier? Ah! Anblasen. Okay, Lila. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du kannst deinen Fortschritt jederzeit einsehen, indem du über das Pausenmenü aufs Handbuch zugreifst. Ja, voll. In Gen 5. Ach du Scheiße. So, wo ist denn jetzt der Eierdieb? Der hat sich bestimmt resettet, oder? Da schnattern die Gänsen hier. Gefühlt. Ah, da ist er. Angriff. Meint er das ernst gerade mit dem Jump? Der hat mich ja richtig gescannt. Waren jetzt die Truhen da? Okay, 200. Jetzt brauche ich noch das. No, what? Hey, ich habe getroffen. Das noch mal machen kann. Aha. Okay. Jetzt 100%, ne? Handbuch? Jawohl. Also es sah für mich aus wie von einem Spyro Speedrun. So ein Glitch, wenn du mit der Kollisionsabfrage da irgendwas hast. Wenn ihr mal einen Spyro Speedrun angeschaut habt. Nur, dass ich nicht ganz so hoch geflogen bin. Stimmt, ne? In 3 Monaten ist es ja bald wieder soweit.
Mit AGDQ. So, hier war ich. Fehlt noch das Level da vorne. Hä? Ist hier kein Level? So, D3, 4. Ich starte hier wäre auch noch ein Level. Ja, mal schauen, was sie haben dann. Handprogramme. Toasty. Handbuch. Friedensstifter. Okay, das kommt später. Oh ja. Oder jedes Mal, wenn du dir denkst, oh nee, ich muss schlafen, schaust du dir noch 3 weitere Speedruns an. War das nicht so, dass bei den Bossen hier eingeschimmert, dass du den Run perfekt machen solltest? Ach stimmt, ja, das waren ja die Hunde. Ich glaube, hier werde ich das erste Mal sterben. Also bei den Bossen. Dass du die Bosse ohne Hit machen solltest. Jojo. Wow. Ja, die Hunde sind anstrengend, ne? Entspannt. Hey, ich hab dich angefackelt. Kommt auf die Run-Kategorie an. Ne, ich meine jetzt hier im Handbuch. Ist der hier mein Tisch? Weil hier steht Dr. Champ perfekt. Weil ich meinte, das wäre die Bosse gewesen. Geheimraum. Perfekt, perfekt. Aber kann sein, dass es noch nicht der Boss ist. Nasty Nork hat die Artisanenwelt einem seiner gemeinsten Handlanger überlassen. Der soll mal herkommen, dann gibt's eine Grillparty. Pass auf, Spyro. Toasty hat viele Asse im Ärmel. Okay. Ja, das ist mir klar. Aber die Frage war halt, ob es schon bei dem Boss hier ist. Oh, 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 oh. Okay. Ist das ein Huhn? Oh Gott, oh Gott. So viele Hunde. Da ist der Rest. Ein Schaf. Na dann.
Guck mal, das Level ist schon... Warte mal, ich hab da den einen Gang gar nicht gesehen. Auf der Karte. Links. Da muss ich ja auch noch hin. Genau hier. Das Beschraten hier sind auch... Natürlich. So, das sind die Weißbrot. Wenn die weiß sind, kommst du gerade aus der Tüte raus. Und wenn die dunkel sind, aus dem Toaster. Yay, 100. Prozent wieder. Okay. Na dann. Darf ich gleich ein Schaf grillen oder sowas? Ja, erstmal springen wir. Wie so ein kleiner Hund. Oder so eine kleine Katze. Tausend Juwelen von... Was waren das? Wie viele Juwelen gab es im ersten Teil? Zu viele. Das war's, Mutter. Ich glaube, das gibt sogar Seelen, ne? Eine blaue. Ja. Da, genau, ein Häschen. Das habe ich schon mal gemacht, wo ich hier Spyro gespielt habe. Yeah. Wow! Wie ich sehe, hast du eifrig Drachen gerettet, Spyro. Aber ja. Wenn du magst, kannst du in die Welt der Friedensstifter reisen. Bist du bereit zum Abflug? Oh ja. Ich bin voll abgehoben. Boah, das war doch jetzt die Overworld, wo die Typen ihr Hintern gezeigt haben, ne? Genau. Jetzt wird Popo gezeigt. Wie Spyro guckt. So. Hey, Titan. Willkommen bei den Friedensstiftern. Unser Schatz wurde geklaut und wird gegen uns verwendet. Bitte, hol unseren Schatz zurück, Spyro. Den Schatz zurückholen, alles klar. Ich halte fest, unser Schatz wurde geklaut und wird gegen uns verwendet. Heißt das nicht eigentlich, die haben Waffen geklaut oder sowas? Ich meine, wie willst du Juwelen gegen einen verwenden? Nein, das war nur aus. So, die Frage ist, welche Leute waren das genau? War da was? Ein Babyknörn. Das waren doch die Typen im Zelt, oder nicht? Jawohl. Ja, komm, zeig doch mal. Ja, zu lustig. Leute, die Roten laufen ja direkt weg. Okay, der hatte Delay beim Besiegen. Was? Fertigkeitspunkt erhalten. Hä? Warum das denn jetzt? Hey, Spyro!
Sparks, die Libelle, hat dich bisher gut beschützt. Halte ihn bei Kräften, indem du ihn viele Schmetterlinge fressen lässt. So, schauen wir mal. Ein Buch. Scheiße 6 Knoss in Zelte. Ah. Na gut. So, wie war das hier? Hier musste ich ja ein bisschen was freischalten, ne? Okay. Wandelt noch was? Es gab doch zwei Sachen, oder? Bestimmt woanders noch. What? Hat die ein Schloss oder was? Ah! Spyro? Spyro? also ich mochte die Steuerung bei der PS1-Version mehr, aber ist auch noch okay. Was, du bist zu weit vom WLAN entfernt? Ach, hier ist noch eine. Oh. So. Bestimmt ist jetzt noch irgendwo eine dritte. So, was habe ich denn vorhin freigeschossen? Oh, die Plattform, okay. Noch was? Nein. Was ist das hier? Eishöhle. Okay. Gut. Die Frage ist jetzt, gehe ich hier drüber? Oh, bestimmt, ne? Ah, hi. Nein. Nur weil ich nicht das Level wollte. Okay, dahinter ist nichts. Ah, da, Dr. Shem. Das ist die nächste Aufgabe. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, hier. Okay, da habe ich noch Juwelen übersehen. Wie komme ich schon da hin? Ah, okay. Oh, da geht's runter. Ach nee, so einer wieder. Oh. Easy. Jawohl. Drei Eier. Der Gunnar. Gut gemacht, Spyro. Mach weiter so, dann wirst du dein Schicksal erfüllen. Schicksal? Ich will doch nur drauf haben. Grille die Gegner und sammle den Schatz ein. Alles klar. Ich brauche ja noch einen Schlüssel. Oh. Wie geht's? Toll. Jetzt bin ich hier gewesen und hab nicht den Schlüssel. Ich dachte, der ist hier drin. So, wo habe ich den Schlüssel übersehen? Das sind wahrscheinlich die 10 letzten da drin. Gab's hier nicht irgendwo eine Wand auch noch zum Aufsprengen? Nee, ne?
Achso, hier war ich. Dein Magen. Hast du was Schlechtes gegessen oder wie? Wo war der Schlüssel? Oh. Ja, da bin ich jetzt ins Level gegangen. Eigentlich nicht. Keine Ahnung. Bei mir ist es so, dass sehr selten ist, dass ich mal irgendwas mit dem Magen habe. Kann ich jetzt eigentlich wieder raus? Ich will erst die Oberwelt abschließen und danach die Level. Immer schön der Reihe nach. Ja, musst du mal zum Arzt gehen, wenn du es öfters hast. Ach nee, jetzt sind die ganzen Gegner respawned, oder? Oh. Oder war das ein Felsen, den ich wegsprengen musste? Ich weiß nicht mehr, wo der Schlüssel war. Wie langsam die sich drehen. Aha, da war ein Mini-Lag. Der hier kaputt war? Nee. Ich glaube, den habe ich wirklich irgendwo vergessen. What? Was ist denn das? Achso. Lass mich raten, der Schlüssel ist doch irgendwo da oben. Bin ich jetzt blind? Oh. Hab ihn. Ja, leider. Aber dafür hast du länger was zum Suchen, ne? Gut. Oberwelt abgeschlossen. Jetzt ins erste Level. Yeah, er hat wieder Hoppel mit Nase.